So, hey, hope ihr so meine kleinen Freunde oder so, ich bin euer Klaas von Dirty Rx. Yo, und wie versprochen, ich spiele Terraria. Ja, doch ohne Anton, ja, da gab es ein paar Problemchen. Also nicht, dass ich ihn jetzt hasse oder so, nein, er hasst mich auch nicht. Wir sind weiterhin richtig toll, gut, chillig befreundet und so. Aber ja, lassen wir das mal sein. Jo, wie versprochen, Terraria. Starbound macht er jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, ich muss mal auf seinem Kanal schauen. Jo. Und ja, Infos dazu findet ihr im Testvideo zu Terraria, genau wie diese scheiß Ankündigung. Ich hasse mich heute noch dafür, dass ich jetzt nicht umsetzen kann, meine ich natürlich, ja. Aber lassen wir das mal sein und hauen erstmal ein bisschen Holz drauf hier, damit wir uns ein richtig sexy Haus bauen können. Mit unserem Dirty Oryx Man. Warte, steht hier irgendwo, wie er heißt? Dirty Oryx Man? Nein. Ah, hier steht nicht, wie ich heiße. Auf jeden Fall ist es der Dirty Oryx Man. Immer eine LP World of Epicness. Wir haben auch schon gleich hier unsere beiden Dinger auf Enchant. Enchanted. Da. Eine starke Spitzhacke, eine starke Kupferspitzhacke und ein rasches Kupferschwert. Kurzschwert. Kurzes Kupferkurzschwert. So. Hier sind ein paar Töpfe. Vielleicht sind ein paar Fackeln drin. Das wäre ja ganz nice. Aha. Aha. Siehst du, Rope. So, Rope. Ich will aber eigentlich gar kein Rope. Alter, ohne Witz, was habe ich denn hier so viel? Wasser, das gefällt mir gar nicht. Das finde ich... Oh, ein Würmchen. Hallo Würmchen, ich nenne dich Rüdiger. Und zusammen gehen wir auf große Abenteuerreise. Dieser Freund das Fass. So. Rüdiger, komm her. Ist Rüdiger möglicherweise ertrunken? Kann das sein, Rüdiger? Nein! Ich komme und rette dich, Rüdiger. Oh mein Gott, nein, er lebt noch, oder, Rüdiger? Nein! Nein, Rüdiger. Tut mir leid, Rüdiger. Er lebt noch. Oh. Ah, ich hab... Oh. Nee. Ich möchte nicht in die... Wie heißt das eigentlich? Ich hatte es echt noch nie. Echt peinlich. Ich hatte immer Dings Corruption. Wie heißt das? Crimson. Das Crimson-Biom. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Jetzt aber nur wegen dem legendären Item, weil das ist cooler als das von der Corruption, aber das werden wir ja noch sehen. Wenn ich es bis dahin durch hatte. Mal gucken. Eigentlich bin ich nicht so ein Freund von Singleplayer Let's Plays. Ich halte das meistens nicht durch. Siehe Final Fantasy 7. Werde das als ein Testvideo. Vielleicht mache ich es weiter. Irgendwann mal in ferner Zukunft. Naja. Wie viel Holz habe ich? 77. Ich hätte schon gerne 400 so gefarmt, circa. Schneit das da? Verarsch, was schneit das jetzt? Ich bin hier doch nicht im... Frostbiom, gleich nehmen an, das ist cool. Ich will mir mein Haus eher in diesem Biom bauen, weil Frostbiom und Corruption. Oh, Pinguin, stirb mal, Pinguin, kurz. Danke. Frostbiom und Dingsbiom sind... ein bisschen härter als dieses Biom. Es ist so ein schönes Startbiom, das nicht viel gefährlich ist, aus ein paar Schleime. In Untergrund werde ich mich trotzdem wagen müssen. Und da werde ich wohl nur übel ins Eisbiom müssen. Aber erstmal ein Häuschen für den guten Dirty Oryx Man. Du bist noch zu klein, der Baum ist zu klein, das lohnt sich nicht. Mann. Stirb. So. Noch ein bisschen Infos zu meiner Welt. Ja, wie gesagt, LP World of Epicness. Mittelgroß. Und ja. Ich hoffe mal, es ist relativ gleichmäßig verteilt an Biomen. Und es ist nicht das einzig kleine Stückchen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Biom heißt. Ich nenne es einfach mal das Standardbiom. So, dann mache ich jetzt hier alles erstmal gerade. Und baue mir erst mein kleines Häuschen. Also ich muss gleich dazu sagen, ich bin nicht der begnadetste Bauer. Meine Häuser sehen meistens scheiße aus, aber ich sage immer, ich richte sie zweckmäßig. Sie müssen nicht gut aussehen. Aber egal. 214. Gut, dann mache ich jetzt hier alles noch gerade. Komm. Ja. So. Baue das noch ab hier. Ist sowieso... Oh, Wurmi! Oh, Rüdiger! Rüdiger ist überall. Rüdiger, der Wurm. Tut mir leid, Rüdiger, aber ich muss dich jetzt hier leider mal einbauen.
So, fangen wir doch mal mit dem Boden an. Rüdiger kann... Ach, Rüdiger, stirb! Oh. Tut mir leid, lieber Dreckblock. Ich entschuldige mich dann nicht bei diesem scheiß Wurm, der hat mir... wollte mich blocken beim Hausbau. So, einfach mal hier so ein kleines Fundament. Dürfte eigentlich sogar schon reichen jetzt hier. Was ich jetzt hier habe. Stirb, 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 stirb. Ha, ich bin so mächtig. Ich bin He-Man. Komm, ja. He-Man hat gesiegt. So. Ich, Mann, tut mir leid. Aber da lebt noch ein Rüdiger. Ein Rüdiger lebt noch. So, dürfte eigentlich schon reichen hier. Wir wollen ja mal nicht zu viel verschwenden hier. Da vor allem da meine Möglichkeiten in der Bewegung noch relativ beschränkt sind. Würde ich doch erstmal bevorzugen, wenn mein Haus so klein bleibt. Komm, komm, komm. Dup, dup. Ah, so. Jawohl. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Stirb mal, wie heißt du? Wie heißt du denn? Jack, glaube ich. Du heißt bei mir Jack, ja. Ich finde es eigentlich immer cooler, wenn sie Brett heißt. Brett der Guide. Mhm. So, jetzt baue ich mir mal schnell eine Workbench, genau. Haha, Terraria weiß, was ich will. So. Jetzt habe ich doch schon mal mehr Möglichkeiten. Kein Tisch, noch nicht. Brauche ich noch nicht. Jetzt noch nicht erstmal ein Haus, wo ich mich mal über Nacht drin verkriechen kann. So eine kleine Basis, so. Jetzt muss ich mal hier hin. Nee, Holzschwert, warte mal. Ist das irgendwie stärker? Ja, es ist stärker, aber ich brauche das nicht. Erstmal nicht, du. Erstmal nicht. Dreckwand, nee, ich will eine Holzwand, bitte. Drauf da. So. Ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken, wie lange ich schon aufnehme, aber das ist mir jetzt erstmal egal. So. So, reicht. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich glaube, so mache ich das. Und dann baue ich die Wand dran. Ja, doch. Denke mal, so ist das am besten. Komme ich hoch? Nein, natürlich komme ich nicht hoch. So. Ha. Ha. So, vielleicht mal zur Klassenfahrt in Dresden ein bisschen was. Also ich werde das jetzt sehen, wie alles gelaufen ist. Ist ja auch ein bisschen privat, ne? Freunde. Aber gut. Yo, ich habe da sonst sowieso nichts zu erzählen. Mal gucken, wann Fabi das nächste Video hochlädt. Naja, egal. Ich komme immer übel zum Thema ab. Lasst mich in Ruhe, Freunde. Lasst mich einfach in Ruhe hier. So. Jo, wie ging es denn los? Montag, zu einer relativ moderaten Zeit, am Bahnhof. Ja. 8 Uhr noch was, also halb 9, 8.30 Uhr mussten wir da sein. 8.51 Uhr oder so ging unser Zug. Also, gar nicht so schlecht, ne? Jo, dann haben wir im Zug, was haben wir da gezockt? Ach, Mario Kart, wie die ganze restliche Klassenfahrt auch. Das haben wir mal wieder rausgekramt, alle Mann. Und uns gegenseitig gehasst. so, dann waren wir da in der Jugendherberge. Dann sind wir vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof. Ich will jetzt keine Werbung machen, ja, deswegen sage ich jetzt nicht, wo diese Jugendherberge liegt, beziehungsweise wie die heißt. Auf jeden Fall sind wir dann vom Hauptbahnhof zur Jugendherberge gelaufen. Und, jo, wir konnten aber erst um 4 ins Zimmer und es war um 1. Das heißt, wir haben uns abgestellt. Unser ganzen Mist und sind dann erstmal auf Dings gegangen, auf wie heißt der Mist, so eine kleine Stadtführung hat man da, genau so heißt das, und so eine Stadtführung, und auf jeden Fall haben wir uns das angehört. Ich konnte schon nach einer halben Stunde nicht mehr stehen, danke liebe OP am Fuß. Naja, das ist was anderes, ist auch schon länger her. Und ja, dann sind wir da gewesen, haben uns erstmal Zimmer aufgeteilt. Oh, nur eine Fackel. Ich brauche mal ein paar Fackeln zum Ausleuchten. Ich mache mal aus der Holzwand hier noch ein bisschen Holz her, ja. Ich brauche es ja gerade sowieso nicht so. Ja, 21 Fackeln reichen. Gut, erstmal abbauen hier. Da muss man nämlich noch ein bisschen Dings hin, ja. Nicht zu vergessen. Ja, und dann haben wir uns Zimmer verteilt und haben so was. Und dann erstmal... dann sind wir erstmal auf die Zimmer, so ein bisschen gechillt. Abendbrot haben wir gegessen erstmal. Und dann sind wir nochmal losgepimmelt, zu Dings. Warte, ich habe hier gerade einen kleinen Flexer. Dann sind wir erstmal losgepimmelt, haben uns im Kino erstmal einen Film angeguckt.
Wie hieß es? Doktorspiele. Ja, dieser Film sorgt, dieser Filmname sorgt für ausreichend Kopfkino, ne? So, keine Ahnung, ob das jetzt symmetrisch wird. Oh, nein, das ist auf jeden Fall nicht symmetrisch. Bin schon auf... Ja, so. Und in die Mitte noch eins, damit es sexy ist, so. Ja, war nicht schlecht, aber... Der Sinnlosigkeitsgrad war doch relativ hoch, ne? Aber gut. Man kann sich da sowas mal geben. Was ich auch nicht schlecht fand. Wie baue ich das denn mit ab mit der Spitzhacke? Nein! Scheiße, wie viel Holz habe ich? Ah, mein Gott. Und was ich dann gut fand, ich habe mir ja eine große Popcorn bestellt. Und hier bei uns in unserer kleinen, schönen Stadt, relativ überschaubar, wir haben auch ein Kino, ne? Das, sowas darf nicht fehlen. Ist eine große Popcorn noch eine Tüte, ja? Die Dresdner verstehen zu einer großen Popcorn anscheinend einen riesengroßen Eimer, den du allein kaum schaffst. Ich habe noch nicht geschafft, ich habe mich beim Abendessen so überfressen, ey. Ja, und das Ganze zum relativ moderaten Preis, noch eine große Cola, und das waren 1, mach dich, oh, ja gut, bleib da. Und das Ganze, dann noch eine große Cola bestellt, ich dachte mir, gut. Meine, Mann, ey, das ist kurz beschwindend, dass die keine Bionade Orange Ingwer hatten. Und auf jeden Fall große Cola bestellt. Was anderes gab es gar nicht. Na doch, es gab schon noch Wasser, es gab noch Fanta, Sprite und so ein Mist. Aber hast eine große Cola bestellt. Also wenn schon dann eine Cola, ne? Bestellt und eine 1,5 Liter Bulle bekommen. Ja, keine Bulle, sondern ein Dings. Ein Becher. Also ein 1,5 Liter Becher, ey, ohne Witz. Ich habe es nicht geschafft. Ich hab meine Cola nur noch zur Hälfte ausgedruckt und mein Popcorn nicht geschafft. Haben dann im Nachhinein zwei Mädchen aus meiner Klasse noch aufgegessen. Auf dem Rückweg. Naja. So. Ah, erster richtiger harter Kampf. Oh. Ja. Jawohl, ich bin so mächtig, Alter. Scheiße, wie baue ich das jetzt wieder? Ey, ohne, ich bin so behindert. So, pass auf. Jetzt baue ich mich hier wieder runter. Komm. Ja, ja, ja. Ich habe echt nicht hingekriegt, hier in diesem Spiel einen Server zu erstellen. Ey, ohne Witz, ich bin zu blöd dafür. So. Naja. Und ja, sonst auch noch so eine Runde mal über Kart gezockt. Im Zimmer. Uns gegenseitig gehasst dafür. Naja. Nein. Ich liebe es, dass ich da Enchantung drauf habe. Oh mein Gott, ich müsste mal diesen Zombie umbringen, ja? Ah! Oh ja, yeah. Wie mächtig. Ich bin auch in Terraria etwas langsamer, also ich farme lieber doch mal etwas länger. Und mach mal vielleicht, verbringe vielleicht einen ganzen Tag irgendwo. Ich werde dann aber auch vieles offscreen machen, weil vieles einfach nur langwierig ist und nicht gesehen werden muss im Prinzip. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch eine Höhle ausleuchte, das müsst ihr euch ja nicht unbedingt geben, ne? Ich werde sie mit euch erkunden, auch so viel ausleuchten wie geht, aber wenn ich halt ein paar Ecken übersehe, werde ich dann im Offscreen nochmal hingehen und das ausleuchten. So, die Tür habe ich schon, die hau ich jetzt hier rein. So. Ey, komm, ja, genau. Den Baum vor meinem Haus erstmal. Der Mond ist gerade aufgegangen, so. Und jetzt geht's eigentlich schon los. Jetzt müsste ich mich langsam mal in den Untergrund begeben und ein bisschen was sammeln. Bleib doch da, Mann! So, pass auf. Mach dich weg! Ich will nicht von dir. Ich bin nicht gay. Jetzt dürfte ich eigentlich schon mal anfangen mit einem Tisch und einem Stuhl. Dass der Guide hier einzieht, vielleicht mal als erster NPC. Ich weiß gar nicht, ich hab den Guide eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob das in meinem eigenen Haus geht. Wir probieren's mal, ne? So. Unser schwuler Freund, der Guide, keiner weiß, wo er herkommt, der ist ein Mysterium, dieser Guide. Ich würde die Tür zu machen. Es missfällt mir eigentlich in der Nacht loszulaufen. So, los geht's. Ach ja, wie toll. Ja, wie mächtig. Ich setze mal hier eine Fackel, damit ich auch alles sehe. Stopp. Oh mein Gott. Oh, Mann, ich bin so drecksmüde. Ich hatte gerade Schwimmtraining, das eine ganze Stunde lang und 2,3, nein, nicht auch noch nicht mal eine ganze Stunde, 50 Minuten, ey. In 50 Minuten 2,3 Kilometer, da glaubst du nicht, ey.
Glaubst du, der Mann, ey, das ist so ein schlechter, Alter. So ein schlechter, dann noch samstags um 12. Da penne ich normalerweise noch. Oh mein Gott, nee, ich will nicht sterben. Komm. Oh. Der T-Rex Man wurde längst gefallen. Ja, geil. Hammer geil, Freunde. Na gut. Unser Haus ist auf jeden Fall fertig. Ich sage jetzt, ich mache noch 3 Minuten. Wie ist das passiert? Wie? Na, ich mache es noch 3 Minuten lang. 3 Minuten. Und dann marsch es erstmal. Rüdiger, wo ist eigentlich Rüdiger? Lebt Rüdiger noch oder wurde er von den bösen Zombies umgebracht? Mann. Mit dem Kurzschwert kann man sowieso nicht viel machen. Deswegen brauche ich jetzt unbedingt Rüdiger! Na, Rüdiger brauche ich auch, aber nicht. Ja, das hört sich jetzt schwul an. Oh, eine Calming Potion. Was ist das denn? Oh, ja, das ist vielleicht geil. Das ist ganz gut, das ist ganz gut. Was ich gerade hier habe, eine Calming Potion reduces enemy aggression. Das heißt, die Gegner sind nicht so aggressiv. Oh mein Gott, da ist mein Dings. Da, Bums da. Die Gegner sind nicht mehr so aggressiv und greifen nicht mehr so an. Ne? Was für den Anfang ja nicht gar nicht so schlecht ist. Oh, Pfeile. Und dann kann ich mir auch irgendwann bald mal den Bogen craften, ne? So. Jetzt erstmal los hier. Hui, ein Eskimo-Zombie. Oh, das Eskimo ist eigentlich ein relativ beleidigendes Wort für diese Menschen. Tut mir leid. Ich entschuldige mich für meinen Rassismus. So. Es steht sogar da, Zombie Eskimo. Ja, Terraria, was geht? Oh mein Gott. Einen will ich umbringen, einen will ich umbringen, einen will ich umbringen. So ganz ohne Rüstung ist vielleicht ein bisschen kacke. Aber welche Drops? Nein! Sollte das nicht irgendwie die Enemy-Aggression ein bisschen reduzieren? Lass mich in Ruhe. Eskimo Pants! Oh ja! Oh yeah! Hose! Sozial! Ja, ich hab Eskimo Pants! Oh mein Gott! Verpiss dich! Nein! Wo bin ich überhaupt? Oh mein Gott, ich bin heiser. Ja, egal. So. Offiziell verteidigt und Schneeblock. Ich habe schon ein cooles soziales Ausrüstungs-Slot. Item. Dings da. Bums da. Na egal. Oh mein Gott, der Part ist gleich zu Ende. Nein, Freunde, ich will mich noch nicht von euch trennen. Oder will ich? Das ist auch noch eine Coming-Partner. Junge, so nützt es. Das war schon lange nicht mehr. Ich will jetzt erstmal das. Was ist das denn? Lead-Ohr oder sowas, ne? So Eisen. Oder irgendwas. Ja, Zinn ist das sogar nur. Naja. Also auf jeden Fall kann ich mir aus dem Zinn kann ich mir ein Schwert machen und das ist vielleicht mal ganz wichtig. So, Freunde, ein Blick auf meine tolle Uhr verrät mir. Es ist jetzt 14.05 Uhr. Heißt, Part ist vorbei. Ich verabschiede mich von euch. Oh, Schuriken, ich bin Naruto. Mächtig, Junge. So, ich verabschiede mich von euch. Sage mal, bis zum nächsten Part, Freunde. Baby und ciao.